Open Mind Trompete, wir testen heute das politisch inkorrekteste KI-System und zwar Grok von Elon Musk, was es auf Twitter gibt. Und es soll weiter sein oder ungefähr auf dem gleichen Level wie ChatGPT schon. Was echt krass ist, wenn man bedenkt, dass das so viel später angefangen hat. Und die haben jetzt eine neue Version raus. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, was das alles kann. Aber die Open-Source-KI-Programme ziehen doch enorm schnell nach. Ja, also das Ding ist, also die ziehen nach, aber quasi, die hatten so einen Jahr-Rückstand. Und Elon Musk ist ja bekannt dafür, dass er irgendwelche Sachen ankündigt, die er dann nicht einhalten kann. Aber hier hat er gesagt, ja, bald wird er die Version rausbringen, die ähnlich zu ChatGPT 4.0 ist. Und da hat er es gemacht. Und er hat gesagt, am Ende dieses Jahres oder spätestens Anfang nächstes Jahres wird, weil er das größte KI-Rechenzentrum hat, wird er was rausbringen, was so alles in den, was dann die krasseste KI ist. Und jetzt, wo er das jetzt wirklich durchgezogen hat, wie er gesagt, halte ich das durchaus für realistisch. Und Grok hat halt einen mega Vorteil. Es ist nicht politisch korrekt oder hat nicht so krasse Biases einprogrammiert wie die ganzen anderen. Also, wenn du zum Beispiel irgendwas mit berühmten Leuten machen willst, so was Bilderstellung angeht, da zicken alle so hart rum, so, nein, ich kann zum Beispiel bei anderen nicht sowas sagen wie, Donald Trump ist, erstell mir ein Bild, wie Donald Trump ein Schinken isst oder so. Und das geht hier scheinbar. Und jetzt lasst uns doch mal gemeinsam, ihr könnt irgendwelche Prompts in die Kommentare schreiben und wir testen das. Okay, das wurde jetzt gerade vorgeschlagen von einem Zuschauer im Chat. Erstelle mir ein Bild von dem Trump-Attentat, wenn der Schütze getroffen hätte. Ich glaube, das ist zu brutal. Oder scheiße, der... Holy shit. Holy shit. Einfach nur ein Bild von Trump. Okay, warte. Erstelle ein Bild, wo Donald Trump LSD auf der Zunge hat. Okay. Erstelle ein Bild, wo Donald Trump eine Pille auf der Zunge hat. Oh mein Gott, das wird so gut für Thumbnails. Leute, wie geil ist das denn, Junge? Und jetzt nochmal, jetzt mal hier zum Vergleich. Wir machen jetzt ChatGPT. Erstelle ein Bild, wo Donald Trump eine Pille auf der Zunge hat. I can't create directly featuring Donald Trump, bla bla bla, ohne Scheiß. Und ich glaube, das ist wirklich was, weil man kann, viele sagen ja, Google könnte auf lange Sicht das KI-Rennen gewinnen, Google oder Apple, weil die haben das ganze Ecosystem, die haben schon die ganzen Apps, die dann am besten damit interagieren können. Aber ich glaube, die Leute werden so komplette Unzensiertheit da einen wichtigeren Stellenwert zuschreiben, wie als irgendwelche Abkommen-Politik. So häufig wollte ich eigentlich was relativ Normales wissen, irgendwie über Drogen und so. Das kann ich nicht sagen, bla bla bla. Okay, das ist auch geil. Erstelle mir ein Bild von, keine Ahnung jetzt, wieso wir das alles auf Donald Trump machen, aber ja, warum nicht? Erstelle ein Bild von Donald Trump, wie er Kokain durch einen 100-Dollar-Schein zieht. Junge. Okay, ist nicht ganz korrekt, aber... aber, schau, glaubt ihr, die KI kennt mich? Erstelle ein Bild, wo der YouTuber Open Mind lächelt. Ah, nein. Erstelle ein Bild, wie der YouTuber Open Mind aka Simon Juane lächelt. Das wäre krass, wenn er mich kennen würde. Bin so ein ego-bezogener Narzisst, dass ich direkt hier darauf gehen muss.
Okay, er kennt mich nicht. Mach ein Bild von den Nord Stream 2-Tätern. Das ist jetzt witzig, das ist eine witzige Idee. Okay. Mache ein Bild, wie Donald Trump, Angela Merkel und Epstein hart Party machen und Drogen nehmen. Holy shit. Da bin ich jetzt gespannt. Fucking way, ohne Scheiß. Das ist ja einfach mal viel zu krass. Mache ein Bild, wie Donald Trump Fortnite spielt. Keine Ahnung. Holy shit. Holy shit, holy shit. Das ist krass. Das ist echt krass. Ich muss sagen, ich bin richtig beeindruckt. Ja, Epstein ist leider nicht gut getroffen, das stimmt. Ich habe mir schon gedacht, dass Epstein am schlechtesten trifft. Mach ein Bild, wie Marlene Mortler und Daniela Ludwig Brokkoli rauchen. Hey, krass! Also Brokkoli rauchen, aber das hier... Also ich glaube, die Prompt hat erkannt, wer Marlene Mortler ist. Also es schaut nicht so aus, aber die schaut ein bisschen so aus wie... Die schaut ein bisschen so aus wie, mache ein Bild, bei dem Marlene Mortler eine Pille auf der Zunge hat. Mache ein Bild wie Björn Höcke nach Mekka betet. Das könnte ja echt sein. Björn Höcke Cannabis raucht. Okay, das schaut nicht so aus wie Björn Höcke. Bei dem da oben hat man gedacht, das könnte Höcke sein. Aber mache ein Bild, wie Olaf Scholz raucht. Ja, warte, eine Zigarette raucht, machen wir einfach. Warte, einen Joint raucht. Okay, scheiße, also er kann Donald Trump. Elon Musk kann er auch. Mache ein Bild, wie sich Kamala Harris und Trump küssen. No fucking way! No fucking way! Das ist echt gut. Oh mein Gott. Noch einen letzten. Stelle ein Bild von Elon Musk als Transfrau. Okay, ja. Aber ich würde sagen, also es ist wirklich insane, was dieses ChatGPT alles drauf hat. Falls ihr das auf YouTube seht, macht mal ein paar Vorschläge in die Kommentare, was ich als nächstes testen könnte. Ich glaube, das ist endgeil, da können wir es richtig ausreizen, weil das keine Grenzen kennt, das Programm. Also, ich bin raus, danke fürs Zuschauen, peace!